Orientalische Grüße aus der fernen Inselwelt von Anno 1404 wünsche ich euch und heiße euch herzlich willkommen in Folge so und so, weiß ich gar nicht genau, von unserem kleinen Let's Play. Der Wenne ist natürlich auch dabei. Hallo, Wenne. Ahoi, Ossi. Ahoi, na? Du sag mal, der Hassan, der möchte 6000 haben. Ja, das würde ich noch oft öfters heimsuchen. Das, du hast die Wahl zu zahlen oder zu sterben, lieber Ossi. Ja, ich denke, muss ich machen. Musst du wohl. Mit dem letzten Handel übrigens, der zum Ende der letzten Folge geschehen ist, sind wir beim guten Al-Sahir noch einmal in der Gunst gestiegen. Allerdings leider nicht genügend. Wir brauchen den Verbündeten des Scheichs, müssen also nochmal ordentlich aufbieten. Der Ossi hat da mit Geschenkgutscheinen. Ich habe einen von Zalando vorbeigebracht, einen von Amazon, einen von Douglas, einen Wunschgutschein habe ich auch noch vorbeigebracht. Schön. Da steigt man immer ganz schön schnell in seiner Gunst. Steam. Ich habe übrigens auch einen wunderbaren Begriff in den Kommentaren gelesen, und zwar die Vergnügungsflotte des Kaisers. Lieber Clan Page, was ist denn das für ein Lesefehler, den du da fabriziert hast? Hä? Vergnügungsflotte. Die Vergnügungsflotte des Kaisers. Mich würde ja sehr interessieren, was auf diesen Schiffen geschieht. Ich bin gerade in einem moralischen Dilemma. Ja, das kenne ich so von dir. 108 Bettler möchten in meine Stadt. Ja. Oder ich krieg 5500 Münzen. Nee, nimm die Bettler. Aber 5000 Münzen, Wenne, ich habe nur 3300 noch. Wie viel kriegst du? 5500. Exakte Mundo, 5500? Ja. Was beschäftigt euch? Macht nicht. Nein, ich nehme sie an. Oh! Er war ein besonders spendabler Patrizier. Naja, ich meine, wenn man die Möglichkeit hat, beides zu bekommen, ne, dann nimmt man natürlich Bettler und Beutel, ne? Ja, da möchte ich mich natürlich nicht beklagen. Ich bedanke mich sehr für die edle Spende. Bei dem edlen Spender. Ja, ich bin dein persönlicher Samenspender. Ja. So, ich glaube, ich muss den Preis für Waffen ein bisschen runterdrehen, damit die Leute ein bisschen mehr zuschlagen hier, damit ich das loswerde, dem Müll. Ja. Auch Werkzeuge sollten noch ein bisschen günstiger angeboten werden. Und Leinenkutten. Bin mal wieder auf der Suche nach den Assassinen und habe nach wie vor keine Ahnung, wo die sind. Vielleicht hat der eine oder andere sie schon gesehen. Ich habe sie nicht gesehen. Ich scanne hier gerade den Bildschirm ab, Pixel für Pixel. Pixel für Pixel. Ja. Okay. Für die Seidenplantage. Gibt's da auch einen besonderen Bauplan, Wenne? Oder sind die genauso aufgebaut wie die alten Datteln? Bin mir ziemlich sicher, dass es da auch einen Bauplan gibt. Allerdings sind manche Baupläne gleich, weil halt dieselbe Menge an Feldern benötigt wird und die Felder dieselbe Größe haben. Okay. Ich denke mal, dann werde ich einfach versuchen, das der Gewürze oder der Datteln zu übernehmen, ja, das mir vorgeschlagen wird. Ich habe gerade kurz in meine Kamera gezeigt, eine wunderbare PDF-Seite gefunden, wo quasi alle Produktionen aufgelistet sind mit passenden Bauplänen. Die würde ich auch gerne nehmen. Und ich kann sie dir zusenden nach Ende dieser Folge. Sehr gern, dann sehr gern. Werde ich sie dir einfügen sofort. Mhm. Ich möchte natürlich keinen Platz verschwenden, versteht sich. So, und falls ihr euch fragt, warum ich keine orientalischen Markthäuser baue, die sind auch einfach einen Ticken teurer und ja, ich keine Lust drauf. Ich weiß gar nicht, ob die irgendeinen konkreten Vorteil tatsächlich hatten. Ich vergleiche die sehen halt geiler aus, ne? Erstmal, in erster Linie. Ja, ja. Warte mal. Der Hund hier wieder durch die Gegend rennt, ne? So. Ich höre da kleine Tippelschritte im Hintergrund. War das etwa ein Tier? Nee, das war ein Ungetüm. So, warte mal. Stört diese Ecke hier so. Und diese Ecke auch. Yay. Ich kann die verdammten Assassinen nicht finden. Die halt. Da ist einer. Die haben weiße Klamotten an. Ich suche die ganze Zeit nach Typen mit schwarzen Klamotten. Passiert. Wir sind als Kinder in den Topf mit dem Mehl gefallen. Okay, warte. Dann weiß ich jetzt zumindest, wie die aussehen. Da laufen wieder ein paar Besoffene rum. Oh, Ossi, bist du das? Das gefällt mir. Nee.
Ich glaube, ja, heute bin ich mal nüchtern zur Abwechslung. Das also da trinke ich gleich mal, wie auch Stichwort, trinke ich mir gleich mal einen kurzen Tee hier. Einen kurzen Tee. Einen kurzen und einen Tee, Wenne. Ja, das Lenne. Klingt schon das Lenne. Genau. Lenne. Wie wär's nochmal? Einen kurzen und einen Tee. Nicht Wessi, wie war's nochmal? Wossi? Nein. Wenn sie. Genau, wenn sie. Und Knossi. Genau. So, okay, einen haben wir gefunden, aber die anderen, die verstecken sich wirklich gut. Ich bin mir fast sicher, ja. Die stecken alle unter einer Decke. Hör gerade auf, ich kann hier Seide anbauen, aber kein Indigo. Sagte er, während er sich über die Achsel streichelte. So seidig, so weich. Du bist auch kein Assassine. Erstmal durch die Stadt gehen. Entschuldigen Sie bitte, sind Sie ein Assassin? Da ist einer. Jetzt brauchen wir nur noch einen. Die sind wirklich, wirklich schlüpfrig, muss ich sagen. Das sind sie. Wenn, das sind sie. Okay, dann bastel ich schon mal ein bisschen Seide. Jetzt brauche ich auf jeden Fall Indigo. Und ich glaube, ich werde da einfach ein bisschen über den Kanal segeln. Und mich da bereichern. Was sind das? Mandeln. Du segelst über deinen Kanal. Scheiß. Ja, Mandeln gibt's auch, ja, natürlich. Oh Gott. Da muss ich ja demnächst mal ein bisschen was machen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin wirklich sehr, sehr neidisch auf die Südinsel, die du dir da gegönnt hast, mit den Rosen und den Gewürzen. Bitte? Ach, die hier. Süß. Die ist sehr süß, ja. Die ist schon sehr erotisch, ja. Aber bevor Helena die halt kriegt, ne? Eben. Du weißt ja, wie das ist. Sag mal, wo ist denn? Hä? Die müssten doch. Den Auftrag. Hä? Willst du mich verarschen, Mann? Ich hab den wollte gerade gucken, wo die Assassinen sind. Auf einmal sind sie weg, so. Vergesst den Auftrag. Deine Mutter, Mann! Deine Mutti. Der dicke Kotzen kriegt er. Da wachsen mir Pickel aus den Ohren. Aus dem Orient. Ja. Pickel aus dem Orient, das ist eine neue Marke, kriegt man jetzt wahlweise beim Rewe oder bei Aldi, kann man für günstiges Geld erhalten. Wenn ich weiß nicht, was da los ist, ne? Da kann aber ich auch nicht sagen. Willst du mal auf meine ganz nördliche, nordwestliche Insel gucken? Um mein Konto? Nördlich, nordwestliche Inselkonto? What the fuck? Wie es aussieht, stehen sie an. Was ist das denn? Ja. Es gibt Klopapier, glaube ich. Ja, ich habe auch so den Eindruck. Das kannst du übrigens durch die Anlegestege kannst du das dann entspannen, weil die dann, die fahren dann zu den, wenn einer belegt ist, gehen sie zum nächsten. Wäre eigentlich eine ganz gute Sache, sowas mal zu machen. Vielleicht werde ich einen bauen, wenn ich noch genügend Zeug habe. Eimauer, Hafenmeister. Landungssteg müsste das gewesen sein, glaube ich. Reparaturkran, wo habe ich den denn, den Landungssteg? Der ist, bei den Patriziern. Ah, okay. Ja, nee, den habe ich noch nicht. Da habe ich noch nicht genügend Patrizier für. Was sollen wir jetzt Patrizier davon denken? Was sollen nur Patrizier denken? Nein. Wieso? Würde den gerne hier packen, aber Spiel sagt nein. Das finde ich nicht gut. Lukrativ in jeglicher Hinsicht. Da kommen sie jetzt mit doppelter Kraft. Vielleicht hätte ich doch noch ein bisschen mehr auf Power gehen sollen hier. Jetzt wird natürlich gleich geballert. Ich eskortiere ja hier immer noch fleißig Schiffe. Immer noch? Junge, Junge. Ja, ja. Das heißt, vielleicht muss ich hier gleich den einen oder anderen Kahn versenken. Ich gucke mir das mal ganz kurz an hier. Wann hat man schon mal so eine Seeschlacht für lau? Aber wenigstens schießen sie nicht auf mich zurück. Das finde ich gut. Wie ist es euch inzwischen ergangen? Ja, die fangen sich auch einen ganz guten Kutter, muss ich sagen. Okay, Helena will schon wieder ein Tribut haben hier. Da muss ich noch mal ganz kurz ein bisschen... Was sagst du? Guck mal ran hier. Ja, das gefällt dir, ne? Macht immer weg da. Immer alles für den Auftrag. Immerhin kriege ich den ja nicht umsonst, ne? Den Auftrag? Ja. Weißt du, sind wir jetzt den Auftrag geblasen? Das wurde auch noch gefragt, ob wir die Expeditionen machen. Wäre ich sehr dafür. Ich würde auch sehr gerne so eine Expedition mal machen, aber dann muss ich, glaube ich, noch ein bisschen mit dem Hassan mich verwandeln, oder? Ja, das geht. Das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Du kannst es direkt bei ihm einkaufen. Du kannst einfach hinfahren und kaufen. Sieh dir dieses Schiff. Wo kann man denn sowas kaufen?
Ach so, versiegelte Expeditionskarte. Ja, indem du zu seinem Konto fährst. Okay. Werde ich vielleicht dann in Angriff nehmen. Ich schnappe hier mal gerade eins von den Schiffen. Ah, ich habe hier schon ein Schiff. Okay, dann brauche ich es gar nicht. Bleib mal hier. Na komm, gib ihm noch einen. So, den hat er. Dann hat er einen Drive-by gemacht. Mal wieder ein bisschen Geld. Aus dem Leben genommen. Nommen? Genommen. Wen willst du nommen? Genommen. Genommen. Ehre genommen? Genommen in Omikron. Er weiß viel und okay, also ganze Westen ist ja eher wenig los, ne? Ist gut, wenn ich habe gerade 10.000 Münzen versenkt in nichts. Wieso? Ich wollte beim Guacamole-Hampel Ruhm holen. Ja. Hab die große Portion gewählt, 80% grün. Ja. Ja, und er so, nein. Klassiker. Aber meine Schatzkiste einfach mit, die ich ihm gegeben habe, weißt du? Unmöglich, der Kerl, unmöglich. Ich wollte halt eine Geschenkurkunde holen. Was passiert, wenn man zu gierig wird? Ja, aber in Sachen Gier bin ich halt gut, weißt du? Das ist mein zweiter Vorname, ich mach's jetzt anders. Also Gier ist dein Pläsier. Richtig, richtig. Ich mach's jetzt anders, ich gehe jetzt proaktiv vor, lieber Ossi. Proaktiv. Ich werde nun Waren in die Hand nehmen. So, ich fülle mein Schiff damit auf. Ja, dieses ist der erste Streich und der nächste folgt zugleich. Und dann gehe ich proaktiv verkaufen. Ach du Scheiße. Ja. Ich habe gerade, sehr gut, also proaktiv verkaufen ist immer eine gute Sache. Würde ich auch machen, wenn die Inselwelt nicht so groß ist. Ich habe gerade noch ein weiteres Siedlungsvorkommen für mich entdeckt. Ich werde jetzt nämlich tatsächlich ganz oben im Nordwesten siedeln noch. Aha. Diese Insel Krallen. Dadurch habe ich jetzt aber gerade den Auftrag rapide, ziemlich heftig vernachlässigt. Mal gucken, ob ich hier noch was leisten kann. Ich muss sagen, diese venezianische Kocke oder so, die ist schon ganz schön schnell, ne? Ja, die kann man anbieten. Das Ding gibt ordentlich Gas. Den venezianischen Kock. Du siedel jetzt einfach mal hier und hoffe... Eieiei. Ach da! Marie, sofort. Ja, ja. Arsch auf Grundeis. Das gefällt ihr gar nicht. Die verkauft Bücher. Die fertigt Bücher, ja? Da steht 200 Goldmünzen drüber und wenn du mit der Maus drüber fährst, steht da 93 Goldmünzen pro Tonne. 93 pro Tonne. Eine Tonne pro Tonne. Ja, verstehe ich gerade nicht so ganz, was da ihr tatsächlicher Preis jetzt ist, aber hey. Oh, hallo. Muss man auch nicht verstehen, wenn er, glaube ich. Muss man nicht verstehen. So, bei dir sehe ich es auch sehr viel im Verkauf. Du verkaufst Waffen. Oh. Bist du dir sicher, dass du Waffen verkaufen willst? Ich bin mir sehr sicher, ja. Weil der Feind kann diese Waffen kaufen, ne? Das ist dir bewusst. Ja, meinst du nicht, die produzieren die nicht selber auch? Ja, ja, aber du gibst damit potenzielle Macht in die Hand des Feindes. Ja, aber erstmal gebe ich damit potenzielles Geld in meine eigene Hand. Das ist wiederum meine auch Lager richtig. Stehen euch jederzeit offen. So, gucken wir mal. 4.300, okay. Ist, womit ich behilflich sein kann. Hier wird es wahrscheinlich weniger sein, wobei die Leinkunden sind, glaube ich, relativ und teuer. Oh ja, her mit dem Geld, ja. Kommt, Jungs, wenn ihr unbedingt hier handeln wollt, dann scherbel ich euch ja auch noch einen raus. Ich hoffe, ihr findet, wonach ihr sucht. Ja, doch, das ich habe auch immer gut dabei, aber die kaufen irgendwie nicht mehr ein. Ich müsste, glaube ich, auch gleich, wie du es so schön betitelt hast, proaktiv vorgehen. Ja... Ist auf jeden Fall hilfreich. So, okay, dann füllen wir dich hier auch nochmal auf. Was denn jetzt wieder? Achso, okay, du hast Werkzeug einkauft. Der Hassan kauft halt leider immer nicht viel ein. Der ist da sehr, sehr zögerlich. So, Leinkutten. Gewürze. Komm, Gewürze haben wir genug. Nehme ich mal mit. Weil ich hoffe, die hier halten auch so lange. Ich mach mal lieber so hier, damit wir noch ein bisschen... Puffer haben, Waffen. Ja, doch, wenn man die bei Northburg rauskloppt, ist das egal. Die Waffen, das macht doch nichts. Ja, ein paar Tonnen, das ist gar kein Problem. Ein paar Tönnchen. So, Indigo. Gibt's für Indigo was Besonderes? Ich denke nicht, ne? Das wird wahrscheinlich demselben System folgen. Es gibt auch da einen Bauplan, soweit ich weiß, tatsächlich. Einen separaten? Ja. Huch. Werde ich mal gleich auskundschaften.
Jetzt habe ich tatsächlich meinen alten Bauplan gelöscht. Ich werde erstmal gucken. Ich werde mich erstmal 1, 2, 3, so. Besser, ihr fünf Felder wieder. Ich glaube, es folgt demselben Prinzip. Schau mal bitte. Ich glaube, es folgt demselben Prinzip wie die anderen beiden. Aber? Nö, kein Aber. Es folgt tatsächlich, weil es auch fünf Sachen sind, die man hier anbauen muss pro Plantage. Aha. Denke ich mal, dass es genauso ausfallen wird. So, rein damit. Seile können wir nochmal mitnehmen. Wie sagt man so schön? Ah, da hast du ja gefunkt zwischen euch beiden, ja? Helena und Marie, ei. Ach, Helena, ich dachte, das war inzwischen eine Sache zwischen dir und ihr. Nee, sie und ich kommen nicht mehr auf einen gemeinsamen Nenner. Bitte, nochmal? Oh, da fällt mir gerade was auf. Was denn? Mein Geld. Wie viel hast du noch? Ui. Oh, wie, jetzt ist auch mein Auftrag 45. Aber ich werde erstmal auf weitere Tribute verzichten und mich hier selber versuchen, aus dem Loch herauszugraben. Was sagt denn deine Bilanz? Minus 180. Das ist kein allzu guter Glanz. Brauchst du ein Darlehen, mein Freund? Was passiert dann, wenn ich gleich im Negativen bin? Ich habe keine Ahnung. Tja, gute Frage. Also ich glaube, ja. Es wäre ein Präzedenzfall, nehme ich an. Es wäre tatsächlich einer. Ich habe natürlich viel auf Pump wieder gebaut und mich auf die Handelsbilanz verlassen, die aber aus irgendeinem Grund nicht so gut aussieht, weil anscheinend vier Händler gleichzeitig von meinem Konto warten und nichts verkaufen oben. Was? Oder kaufen. Stehen die da immer noch? Ja, die stehen da immer noch. Die stehen aber wahrscheinlich bis zum Ende, weißt du, das ist so. Das wäre nicht so gut, weil die Schiffe fahren ja dann sonst nirgendwo anders mehr hin. Das kostet Ruhm, das auszubauen, die Flotte. Kostet ja wirklich Ruhm. Das kostet wirklich Ruhm, ja. Ich glaube, ich werde erstmal meine nördliche Stadt ein bisschen ausbauen. Oh, sie macht schon wieder alles kaputt, ey. Es ist unglaublich. Ja, es geht einfach in die Binsen. Furchtbar. Oh. Furchtbar. Ich kann ja nicht mal einen Weg bauen, oder? Oh, nee, kann ich nicht. Brauchst du ein Darlehen? Frage ich erneut. Nein, Wenne, ich möchte das ablehnen. Ich möchte, ich kann leider keinen eigenen Konto bauen, gerade das ist mein größtes Problem. Deswegen. Ich jetzt einfach mal, Mosaik ist doch relativ teuer, oder? Ja. Ich würde das einfach zum Alsa hier bringen, der kauft doch auch alles, oder? Ja, tu da. Ja, dann werde ich da schon mal ein bisschen was verticken. Also ich kann dir sonst auch noch mal einen Taler rüber flippen, das wäre ja kein gut, Problem. Dann flippe mal einen Taler rüber, aber ich werde dann auf jeden Fall versuchen, es hier so schnell wie möglich zurückzuzahlen. Ja. So wie bei 1701 damals, wo du dann auf einmal gefühlt Milliardär warst. So. Ja, es geht immer gegen Ende, vielen Dank. Ja. Wie produzierst du denn dein Vermögen? Ist das steuerlich oder ist das eher beides. Anderer Natur? Beides. Also ich pumpe gerade die Steuern noch ein bisschen hoch. Durch neue Bauern halt. Die ich wahrscheinlich noch bis zu Bürgern hochziehe. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich die großartig weiter noch dann hochpushe. Halt einfach als zusätzliche Einnahmequelle. Okay. Das ist nicht zu verachten, muss ich sagen. Ja. Ansonsten halt natürlich Handel. Ich verkaufe relativ viel. Ich versuche es immer so mit der Produktion immer etwas mehr als nötig. Und das wird halt rausverkauft. Ja, das mache ich ja eigentlich auch. Und bis eben hat es auch noch einigermaßen gut funktioniert, muss ich sagen. Dass halt die Händler in regelmäßigen Abständen vorbeigekommen sind und vor allen Dingen auch meine Waffen gekauft haben. Machen sie irgendwie nicht mehr seit neuestem. Ja. Und meine Lager sind auch brechend voll, weswegen ich jetzt auch eine proaktivere Strategie, wie du es so schön in Worte gefasst hast. Das Ding ist natürlich, wenn natürlich die ganzen Händler alle bei deiner Insel da oben rumhängen. Also was du versuchen könntest, reiß den Kontor ein. Ich helfe ja, auch neu bauen, ne?
Ja, einreisen und neu bauen. Ja, das ist eine Idee. Ich würde vermuten, dass es ein Bug ist. Weil die hier halt alle Schlange stehen und da tut sich ja gar nichts mehr. Es sieht mir sehr stark nach einem Bug aus, lieber Ossi. Was hast du nur getan? Oh, jetzt brauche ich ein kleines Kontor. Wo finde ich dies? Da. Ein Kontor? Ein Kontor. Ja, hier so. Da hat das Baumaterial gerade so gereicht. Ja, gute Frage. So, ich nehme erstmal das, was so ein bisschen was an Wert hat. Seide. Kann ich eh gerade nicht verarbeiten. Werde erstmal tatsächlich verklappen, was ich verklappen kann hier. Mal runter. Hier so, Waffen sind ja recht teuer, soweit ich mich erinnern kann. Ne? Waffen sind relativ teuer, ja, das stimmt. Okay, dann hoffe ich, dass ich gleich den nötigen Ausgleich habe. So, dass du die Norien ab und zu auffüllen musst, weißt du, ne? Ja, das sagt er mir ja auch, wenn die alle sind oder nicht. Ja, ja. So, naja, stimmt, die. Nee, doch nicht. Brauchen. Die Bürger machen wir mal hier so. Also ganz komisch, dass der hier in der Ecke aufsteigen kann und die anderen nicht. Naja, gut. Ich muss sie gleich nochmal durchrechnen, wie es jetzt aussieht. Ich mache das mal nicht mehr mit dem Overlay, weil ich habe das Gefühl, dass es nicht gut ist für die Aufnahme. Ja. Weißt du, was auch nicht gut ist für die Aufnahme? Ja, weiß ich, aber das muss ich jetzt noch machen. Okay, ich habe ja eh noch ein bisschen was zu verticken gerade. Ich glaube, ein paar Bettler waren noch dazugekommen, ne? 236 Bettler haben wir jetzt, ja? 236 Bettler, wir haben... Das finde ich gut. Wir haben 68 Bauernhäuser mittlerweile. 68? Ich. 68 Bauernhäuser, 31 ist gleich geblieben, 45 Patrizierhäuser, 96 Nomadenhäuser, das sollte alles gleich geblieben sein. Es braucht nun also 6 Fischerhütten, es müsste genau exakte Mono 6 Stück haben. Es braucht 3 Gewürzplantagen, daran hat sich nichts geändert. Es bräuchte 6 Mostfarmen, die wir haben. 3 Schneidereien, die wir haben. Okay, gut, da hat sich nichts weiter geändert. Gut, denn... Passt die Warenproduktion nach wie vor? Frage ist nur für wie lange. Ein gutes Geschäft. Ich werde dem Kaiser einen Satz bilden. Mehr Ruhm. Mehr Ruhm. Ich habe ja noch Sachen zu verkaufen. Kommt nur. Doch, schön. Mit diesem Bitteschön. Da nehme ich doch direkt nochmal eine Geschenkurkunde hier mit. Eine großzügige. Ansehen steigt um 100. Frage ist, wie viel ist 100? 100 ist eine Menge. Mit diesem Handel bin ich einverstanden. Okay, ich habe gerade meine Handelsroute noch eingerichtet und eine neue Route namens Ingo. Ingo wird jetzt den Indigo nach runterbringen auf meine Südinsel. Und ich finde, das ist auch tatsächlich, bin ich jetzt schon wieder bei 13.000 Geld, deswegen ich dir mein Darlehen gerne zurückzahlen möchte. Wenn du möchtest... Oh, was hast du denn da, Alter? Ui, 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 ui. Was denn? Das sind doch deine Wehrtürme da, oder nicht? Ja, im Kontor schon, ja. Das ist die Sicherheit des Volkes. Ist hier, wird hier sehr groß die geschrieben. Sicherheit. Die Sicherheit des Volkes. Wie viel hattest du mir denn eigentlich gegeben? Boah, insgesamt? Ja. Keine Ahnung, 10.000 oder so. Ich hab dir einmal 5.500 gegeben bei den Bettlern. Das war aber eher ein Joke. 5.000, ja, passt schon. Ich mach erstmal 6.000 und dann, wenn ich den nächsten die Müll... Hat auch Feinde. Denkt daran. Huch, verfallene Nomadenhütten. Wieso? Was? Fehlt denen irgendwas vielleicht? Verstehe nicht. Achso, ja, hatten keine Straße, naja. Die haben halt einfach keinen Bock mehr auf dich.
Ja, die wollen einfach nicht durch den Wüstensand trampeln, sondern lieber durch zugetrampelten Wüstensand. Dabei, Waren aus der Heimat hier Benne? Ja, bitte? Ich muss sagen, wir müssen zum Ende kommen, weil die Folge nähert sich, hat jetzt die 25-Minuten-Marke überschritten. Ich seh's. Na gut. Dann würde ich sagen, mit orientalischem Ausblick hier und dem Duft, den Duft frischester Gewürze und pikantesten Speisen verabschieden wir uns hier aus dieser Folge. Ja, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein wieder und Zuschauen. Gern Däumchen da lassen, gern kommentieren, abonnieren beim Ossi vorbeischauen, auf dem Discord-Server joinen oder einfach mit uns kuscheln. Wir beißen nicht. Komm, wir fressen vorbei. Gleich. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann könnt ihr gerne ein Tau in die Kommentarsektion posten. Ja, ja. Tau hatten wir, glaube ich, schon, oder? Taut euch mal. Hatten wir schon Tau? Ich bin mir sicher. Vier hatten wir auf jeden Fall. Bei Tau bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Das werden wir sehen. Na denn, bis zum nächsten Mal. Ansonsten, falls wir das schon hatten, alternativ Zeta. Oh ja, oh, Zeta. Mhm. Da gibt es kein Gezeta. Mhm. So, und jetzt aber erstmal bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.